Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wave Tales. Bei der coolen Musik hier im Hintergrund konnte ich gar nicht lange abwarten. Ich bin jetzt nochmal hier hochgeklettert. Ich habe mich nochmal umgeguckt auf Stream. Auf Stream sage ich schon, auf Aufnahme, wie man es auch immer nennen will. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wave Tale. Ich bin hier jetzt nochmal ohne Aufnahme hier hochgeklettert, um zu gucken, ob ich vielleicht irgendwas vergessen habe. Habe ich aber nicht. Aber ich habe in der letzten Folge vergessen, diese Charakterbögen vorzulesen von den einzelnen Charakteren. Das machen wir noch schnell und dann suchen wir nach den restlichen Funken in dem Gebiet. Magatha Bane. Ihre Gesundheit mag angeschlagen sein, aber ihre Entschlusskraft wankt niemals. Sie wirkt äußerst engagiert und geschickt und den Laden auf Herr Banes Boot hat nämlich sie gebaut. Ich hoffe, sie passt auf sich auf, genauso wie sie auf alle anderen aufpasst. Clara Arrow. Sie wohnt in der Clara Arrow. Sie wohnt in den Überresten eines alten Labors, wo sie Medizin aus allen Zutaten herstellt, die sie finden kann. Sie verriet mir, dass sie in Iris, meine Mutter, verknallt war. Ich frag mich, ob Mama auch etwas für sie empfand. Nichts ist so traurig wie unerwiderte Liebe, heißt es. Ich weiß ja nicht. Hat es nicht immer einen Wert, wenn man Liebe für jemanden empfindet? Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Normalerweise hat es immer einen Wert. Man lernt entweder daraus oder man lernt einfach immer was fürs Leben. Auch wenn die Liebe vielleicht nicht immer erwidert wird. Aber das kann einen auch stärker machen. Ja, auch wenn es am Anfang sehr traurig ist, aber es kann einen auch sehr viel stärker machen. Denkt da immer dran. So, jetzt werden wir nach dem restlichen Funken suchen. Hier waren wir ja schon. Da haben wir nichts großartig gefunden. Hier drüben waren wir, glaube ich, noch nicht. Harry, wir haben im Wasser etwas Merkwürdiges entdeckt und wollten uns darum kümmern, aber dann, wusch, da traf uns eine hohe dunkle Welle. Hast du es auch gesehen? Dieses Monster Yoko und ich werden es uns schnappen. Für ein Netz brauchen wir drei große neue Schnur. Kannst du uns helfen? Klar kann ich das machen. Jetzt befreien wir aber erstmal die Insel. Ich wollte eigentlich nur das hier weg. Das sind alles den ganzen Dreck. Da ist eine Tür. Hier ist ein Tagebucheintrag. Ah, das ist mit der Medizin. Revelt Schattensuchen Workshop. Schattensuche? Erfahren Sie mehr über unsere mysteriösen Nachbarn. Ich hoffe, diesen Ort gibt es noch. Es sind diese Schatten, solche wie wir im Wasser haben. So ein Schatten. Und es waren wahrscheinlich so. Wir haben da wahrscheinlich so einen Workshop gemacht und bisschen Geld abzugreifen. Ein Knoll haben wir auf jeden Fall schon mal. Oh. Hab ich gehauen. Da ist noch keine Energie drauf.
Aber ich mag diese Jump'n'Run-Inhalte. So, noch ein Knoll. Eins fehlt uns noch. Okay, okay, okay. Ein Knäuli, Knäuel, Knäuel fehlt uns noch. Nein, ich sink einfach langsamer. Einfach schneller als dieses Gerät. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall nochmal Funken gefunden. Und unseren Knäuel. So, nochmal eine Nebenquest abgeschlossen. Hier. Danke für deine Hilfe, Harry. Wenn in den Geschichtsbüchern steht, wie Yoko und ich die Stadt gerettet haben, sorge ich dafür, dass du auch erwähnt wirst. Falls ich mich noch daran erinnere. Oh, Alter. Abgehobener Typ einfach. Hast du auf dem Weg hier zufällig Asta gesehen? Sie surft im ganzen Strandstadtgebiet und vielleicht bist du an ihr vorbeigekommen. Ich steh nicht auf Asta, falls du das denkst. Absolut nicht. Nein, gar nicht. Nicht im geringsten. Nein, nein, nein. Ich will nicht darüber reden. Alles klar. Also hat Asta auch schon Verehrer. Ah ja. Der gute alte Terry. Der ist aber ein bisschen klein, oder? Der auch aussieht. Ach, schön. Wenn wir das Asta sagen, das wäre sehr cool. Wäre irgendwie witzig, wenn wir da so ein bisschen den Flügelpartner spielen und helfen beim Verkuppeln. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Funken. Und dann haben wir hier in dem Gebiet alle Funken erstmal. Hier ist auf jeden Fall jemand zum Befreien. Machen wir auch als allererstes. Das ist Yoko. Oh, Funke. Es war, als schliefe ich und hätte einen echt seltsamen Traum. Und als hätte ich einen echt seltsamen Traum. Danke, dass du Terry gefunden hast. Er ist mein Bruder, aber auch mein bester Freund. Oh, schon ein bisschen niedlich, die zwei. Oh, ein bisschen die Brüder, die immer Abenteuer leben, so zu zweit. Oh, finde ich schön. Wir haben immer alles zusammen gemacht und jetzt gehen wir gemeinsam auf Monsterjagd. Alles klar, mach das. Wahrscheinlich hätte ich, wenn ich den hier zuerst befreit hätte, hätte ich seinen Bruder retten müssen. So, vermute ich jetzt einfach mal. Aber das hat sich ja quasi schon von selbst gelöst. Und hoch da. Es wird ja witzig. Ah ja, den letzten Funken haben wir hier. Jawohl. Fülle die Funken, den Funkentank bei Oma und bei Morris und bei Morris. Oh, und dann werden wir hier erstmal. Wuhu! Juhu! Boah, das Surfen ist so geil. Ich schwöre wirklich, das Surfen ist eines der besten Features hier in diesem Spiel. Hat aber gedauert. Nun, das sollte reichen. Juhu. Schön. Oh nein. Da wird wohl jemand Menge
Da wird wohl jede Menge Energie zum alten Bohrgelände umgeleitet. Oh, gut, der Bürgermeister, er ist dort hingegangen, als die Pfoten gesichtet wurden. Seit das Dunkle uns gefesselt... Seit uns das Dunkle uns eingekesselt hat, habe ich nichts mehr von ihm gehört. Bürgermeister Claude? Claude? Heißt der so? Claude? 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 Ja, Claude. Wahrscheinlich Claude. Claude. Den müssen wir es ihm wohl gleich tun. Gibt es hier irgendwelche funktionstüchtigen Funkwerfer? Funkenwerfer? Oh, kommen wir vielleicht durch das Dunkle? Nur den einen, denke ich. Oben in dem Turm, in den Türmen. Natürlich ist er in einem der hohen Türme. Sigi, das ist eine Aufgabe für dich. Finde den Funkenwerfer. Na los. Alles klar, Oma. Beruhig dich mal. Du bist meine Oma, nicht mein Chef. Komm mal wieder runter. Okay, wir müssen auf jeden Fall in die Türme hoch. Betritt den ersten Turm. Finde den Funkenwerfer. Der erste Turm wird der linke sein, oder? Okay, dann los. Machen wir das doch mal auf ganz entspannt. Halt, Moment, wir könnten ja hier noch, bevor wir das vergessen, wir können Yoko und Terry können wir lesen. Für ihn ist sein Bruder Terry, also Yoko, für ihn ist sein Bruder Terry das Wichtigste auf der Welt. Was für ein Glücksfall, wenn der Bruder auch der beste Freund ist. Terry. Terry und sein Bruder stellen Fischernetze her, haben aber wohl vor, schon bald einen größeren Fang zu machen. Irgendwie möchte ich nicht, dass sie finden, wonach sie suchen. Das könnte nämlich gefährlich werden. Oh, Ziggy macht sich sogar Sorgen um die Leute. Aber haben wir noch jemanden entdeckt? Nee, das war's, oder? Ach, wir können auch über unsere Mutter... haben auch über unsere Mutter noch nichts gelesen. Über uns selber auch noch nicht. Oh mein Gott, das muss ich auf jeden Fall. Sigrid Rika, keine Ahnung, ich kann den Nachnamen von uns nicht aussprechen. Das bin ich. Ich nutze gerne mein Funknetz und kritzle in dieses Tagebuch. Hoffentlich kann ich das ganz oft. Doris. Oma arbeitet hart, damit wir heil und sicher leben können. Aber manchmal kann sie echt nerven. Sie ist eine fast so gute Nörglerin wie Mechanikerin. Sie ist in beiden Bereichen meisterhaft. Zum Glück überkommt sie manchmal ihre Laune, dann lässt sie mich in Ruhe. Auch wenn ich mit ihr gerne über etwas anderes als unsere Arbeit reden würde. Das war alles einfacher, als ich ein Kind war. Oh. John, das ist unser Opa. Opa starb, bevor ich geboren wurde, aber irgendwie ist er mir trotzdem vertraut. Wahrscheinlich habe ich einfach zu viel Zeit in seinem Treibhaus verbracht. Ich schaue mir so gerne seine Skizzen und Notizen an. Sie sind wie kleine Einblicke in die Welt, wie sie einmal war. Oh, oh. Ist aber schön, dass sie sich die Skizzen von dem Großvater anguckt. Iris. Mama, ich werde nie aufhören, sie zu vermissen, obwohl ich nur so wenig Erinnerungen an sie habe. Aber die ich habe, wenn sie mich Huckepack getragen hat, weil ich zu müde zum Laufen war oder ihre erfundenen Geschichten da draußen. Weil ich zu müde zum Laufen war. Oder ihre erfundenen Geschichten
raus im Ruder, draußen im Ruderboot, die werde ich niemals vergessen. Oh. Ja, dann haben wir ja von allen gelesen. Haben wir auch Bane gelesen? Herr Bane hat ein freundliches Gesicht, dem ich gerne vertrauen würde. Dem ich gerne vertrauen würde? Achso, wir vertrauen Bane nicht. Ich denke, er ist wirklich so freundlich, auch wenn ich nicht weiß, was mit, was mit seiner Möwe Steven los ist. Die schaut immer so grimmig, die schaut mich immer so grimmig an. Auch einfach dieser böse Blick von der Möwe, finde ich schön. Dürfen wir ja damit alle gelesen haben bis jetzt. Ja, es gibt auf jeden Fall noch ein paar KIs. Gut, dann gucken wir jetzt mal weiter. Sorry, dass ich jetzt das hier vorlese, aber ich will ja gerne alles mitnehmen und alles vorlesen. Okay, jetzt können wir nach innen. Hier ist ein... Oh, hier können wir noch immer mit rein. Herr Nielsen. Du liebe Zeit. Was ist mit mir passiert? Alles wurde schwarz und dann... Wer bist du? Oh, ich bin Sigrid, Doris Enkelin. Doris? Habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Was hat sie in den letzten 15 Jahren so gemacht? Sie war nicht untätig. Geh, ich recht in der Annahme, dass du ganz ohne Boot hierher gekommen bist? Sehr merkwürdig. Ich werde nicht weiterfragen, da es mich nichts angeht, aber vielleicht könntest du mir helfen. Ich habe ein paar Dinge für meinen Sohn gesucht, als das Dunkel hier hereinbrach. Er arbeitet nämlich gerade am Funkenübertrager. So. Und ich soll für ihn und mich 4 Hämmer holen. Du sollst für dich und ihn 4 Hämmer holen. Warum braucht ihr 4 Hämmer? Hämmer holen. Und für jede Hand einen für jede Hand, damit es schneller geht. War schön. Ist das wirklich so praktisch? Oh, ich bin kein Heimwerker. Er weiß bestimmt, was er tut. Könntest du mir bitte helfen? Alles klar, wir werden 4 Hämmer suchen. Hier ist auf jeden Fall Geld. Hallo? Und hier können wir das auf jeden Fall aktivieren. Ein Hammer, Hammer. Ah, das ist der Hammer. Ha! 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 Ich kann auch so schlechte Witze reißen. Ha! Ah, okay. Haben wir hier 2 Hammer jetzt schon. Gut, umgucken lohnt sich auf jeden Fall. Boah, die Musik ist auch sehr cool, was in dem Spiel. Hat mich gerade der Kamerawinkel fast umgebracht. Umgebracht. So, der letzte Hammer haben wir auch. Das ist ja der Hammer. Ah. Oh, hier ist ein Hack. Okay. So. Der Platz. Hä? Herr Nielsen, ein sehr ernster Typ. Der wirkt
als ginge ihm ständig viel durch den Kopf, was er wohl arbeitet oder gearbeitet hat. Er sieht ein bisschen milchgesichtig aus. Schwer sein Alter zu schätzen. Milchgesichtig, ah ja. Mehr haben wir nicht. Wir haben jetzt gerade nur da oben diese Marke. Bam, bam, bam. Ah. Können wir da rüber? Cool. Oh, wir haben deine Hämmer gefunden. Oh, du hast die vier Hämmer. Morris wird sich freuen. Morris ist sein Sohn. Ja, gut. Okay, Morris nicht. Ja, okay, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Morris wird sich freuen. Zum Glück ist er praktischer veranlagt als ich. Solltest du jedoch jemals Hilfe mit deinem in deiner Finanzlage brauchen, bin ich der richtige Mann. Okay, er ist also Banker oder sowas. Okay. Alles klärchen. Dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir nicht hingehen werden. Ich vertraue Banker nicht. Können wir endlich in den anderen Turm. Komm her, du Monster. Okay, die halten mehr aus. Gut zu wissen. Okay, Schreibmaschinen. Mhm. Wir können auf jeden Fall runter. Hoch können wir auf jeden Fall noch nicht. Wir müssen auf jeden Fall die Stromversorgung wieder aufbauen. Okay, wir werden natürlich uns hier überall in jeder Etage umgucken. Vielleicht gibt es ja wieder eine Erinnerung oder so. Oder so ein Tagebucheintrag. Ja, oder ist sehr offensichtlich. Die Dreckpfoten. Freundlich sehen die nicht gerade aus. Oma sagt immer, sie kommen mich holen, wenn ich mich nicht benehme. Erwachsene sind manchmal schräg. Ja, diese Gruselgeschichten so. Wenn du dein Teller nicht auf isst, dann kommt der, bei uns war es für, der Buhmann, kommt der Buhmann und holt dich ab. Weiß ich schon. Das weiß ich schon. Da, so sind Eltern. Kenn ich schon. Was haben eure Eltern euch immer erzählt, um euch Angst zu machen? Oh, hier ist nochmal eine KI. Check. Hust, hust. Patricia, Lukas. Oh, meine Familie. Die war genau hier. Ganz sicher. Was ist passiert? Die Dreckpfoten sollen wieder da sein. Wir müssen uns verteidigen. Genau wie Bürgermeister Claude gesagt hat. Also wollte ich meine Axt holen. Für unseren Schutz. Wie es aussieht, werde ich das jetzt nicht können. Großer Ozean, ich habe schon so viel verloren. Und Claude sagt, mein Beitrag ist für diese Gemeinschaft entscheidend. Könntest du vielleicht helfen, bitte?
Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Okay. Und finde Jacks Axt. Sind wir hier auf jeden Fall. Wir müssen Jacks Axt auf jeden Fall finden. Wir werden hier auf jeden Fall jetzt wieder hochgehen. Ich glaube einfach mal. Ach, wie cool. Also seine Axt, die werden wir ihm auch gleich wieder bringen. Oh, hi. Du hast meine Axt gefunden. Danke. Es tut mir leid, dass du einem erwachsenen Mann wie mir helfen musst. Patricia wusste immer, was zu tun ist. Oh, ohne sie und den Jungen fühle ich mich verloren. Ich will nur, dass es so wird wie früher. Und das ist das große Problem. So denken halt ganz viele alte Leute, die etwas verloren haben. Wahrscheinlich auch unsere Oma. Bevor alles versank, als es noch überall Bäume und Blumen gab, bevor die Dreckpfoten alles zerstörten. Ah, der arme Jack. Aber so ein bisschen ist unsere Oma auch. Nur jeder geht anders damit um. Oh, die Musik ist halt cool. Wenn wir da auf den anderen Turm hoch. Wir gehen immer von Turm zu Turm höher. Das ist sehr cool. Können wir hier nochmal ein Stück höher? Nö. Oh, wir sind aber relativ weit hoch. Oh, das sieht so gut aus, das Game. Wirklich. Unfassbar gut. Ah, wir haben so viel Geld. Wir können Bane einfach leer kaufen. Haben wir die auch besiegt? So. Folge neigt sich auch leider schon langsam dem Ende wieder zu. Aber wir werden natürlich den Turm noch erklimmen, auf jeden Fall. Ne? Hier ist noch eine Anmerkung. Hier ist eine Zahl aufgedruckt. Sieht wie eine dieser Währungszettel aus, die Oma aus ihrer Kindheit beschrieben hat. Ein Geldschein, glaube ich? Wie haben die Leute mit symbolischem Papier statt mit Funken gehandelt? Ja, fragt man sich heute noch, warum wir einfach mit wertlosem Papier quasi handeln. Naja, aber so ist das nun mal in der Gesellschaft. Früher war es Tauschen, heute ist es Geld.
Und irgendwann wird es vielleicht wieder tauschen sein. So, wir haben auf jeden Fall zwei Charaktere. Herr Nielsen. Das haben wir schon gelesen. Ein ernsthafter Typ. So, Jack Dwarf? Ja, wahrscheinlich. Dwarf war früher Blumenhändler und hat im Krieg seine Familie und seine Begeisterung verloren. Er sagt, Clothes Sache gebe ihm etwas Neues, wofür er kämpfen könne. Jetzt, da die Blumen der Vergangenheit nicht mehr sind, ein bisschen schade. Aber jeder probiert sich so ein bisschen an Sachen zu klammern. Nur die Jugend probiert irgendwie neue Ziele. Also irgendwie sind alle älteren Leute ein bisschen verängstigt und ein bisschen verstört, wenn man das so sagen darf. Und die ganzen jugendlichen Leute machen das Beste draus, wie Asta, die surfen möchte, die Jungs, die in die Geschichte eingehen wollen, indem sie ein legendäres Seeungeheuer fangen, und wir, die einfach nur leben möchte und einfach, ja, nicht mit den alten Sachen verglichen werden möchte. Aua. So, den haben wir auch. Oh, jetzt sind wir hier oben. Hier rüber. Ich frage mich, ob wir da draußen hätten auch noch was entdecken können. Ah ja. Oh, wir lesen noch kurz den Eintrag hier. Ich kann nicht glauben, dass es mal so große Tiere gab. Es muss dreimal so groß wie Bürgermeister Claude gewesen sein. Das ist ein Pferd. Wie groß ist Claude? Ja gut, wenn er klein ist, gab es schon große Pferde, ja. Und her ihr Wesen. So, dann haben wir alles. Dann befragen wir Claude. Nee, Cordelia. Clemens? Clemens! Du liebes Gichtchen. Ich kann das nicht aussprechen. Du liebes Gichtchen? Ich kann das nicht aussprechen. Was ist denn das? Was haben die alten Leute hier immer? Wo bin ich? Ja, wer bist du? Ich bin Sigrid. Und Sie? Frau Claude. Steht zu Diensten. Claude? Wie der Bürgermeister? Ganz genau, Liebes. Er ist mein lieber kleiner Junge. Sie kennen sich also hier aus. Ich suche etwas, das sich Funkenwerfer nennt. Nur mit ihm komme ich zum Bohrgelände, um dort ihren Sohn zu suchen. Wirklich? Du rettest ihn von dem Dunkel? Vor dem Dunkel? Wenn wir es zum Bohrgelände schaffen, ja. Nun, das hier ist der Werfer. Das sind Überbleibsel aus dem Krieg. Haben uns vor den Pfoten geschützt. Bitte find meinen Sohn. Bitte finde meinen Sohn. Er ist rausgefahren, um die Einwohner zu beschützen. Er braucht jemanden, der auch ihn beschützt. Oh, sie macht sich Sorgen um ihren Sohn. Okay, wir werden dann auf jeden Fall diesen Werfer benutzen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken, meine Freunde. Und dann hätte ich gesagt, haut rein und bis zur nächsten Folge Wavetale. Ciao, ciao.